Hi, nice to see you. Ja, servus miteinander, da sind wir wieder, wir zwei. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir schauen uns heute gemeinsam an, was denn Ende 2022 der Autopilot so kann. Genau, das wird spannend. Dann macht die Fahrt mit. Nach dem Intro geht's gleich los. Jawohl. Spaß ohne Abgas. Dieses Video wird durch Shop4Tesla gesponsert. Der Tesla-Zubehörshop für nachhaltiges Zubehör. Mit dem Gutscheincode Spaß ohne Abgas, den ihr unter dem Video findet, erhaltet ihr 10% Rabatt und unterstützt uns auf unserem Kanal. So, jetzt schauen wir uns noch mal an, wie cool, smooth und selbstständig ja mittlerweile Ende 2022 fährt mit Autopilot an. So, jetzt schauen wir mal, wie ruhig er auf die Autobahn auffährt. Der Autopilot ist an, wie ihr hier seht. Und wir fahren jetzt auf die A60 auf, nee, auf die A643. Weil wir nach Eltville wollen. Jetzt blinken. Er zieht ganz ruhig drauf. Geschwindigkeit steht auf 100, das ist das Maximum, was hier erlaubt ist. Und er schlägt einen Spurwechsel vor, weil vor uns der Verkehr langsamer als 100 fließt. Wir sind gerade bei 89. So, jetzt blinke ich und er macht ganz ruhig seinen Spurwechsel. Und beschleunigt auch gar auf 100. Die Spurwechsel gehen wesentlich flüssiger, finde ich, als vor den letzten Updates. Es geht schneller, dass er die Spur wechselt und fühlt sich einfach noch, ja, wie soll man sagen, echter an. Das ist vielleicht das richtige Wort. Vorher hat er sich ein bisschen Zeit gelassen. Man hat gemerkt, er ist zaghaft, also jetzt wechselt er wirklich wesentlich prompter die Spur. Und es fühlt sich einfach an, als würde man selbst fahren, schon fast. Man muss jetzt gar nicht, obwohl hier nur 80 erlaubt ist, die Geschwindigkeit runterstellen, denn er passt sich logischerweise an den fließenden Verkehr an. Und da der vor uns gerade mal 72 fährt, muss ich mir auch keine Sorgen bei einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 machen. Wenn es hier so blau blinkt, dann heißt das, er möchte ein Feedback haben, dass ich das Lenkrad festhalte, was ich natürlich permanent tue. Am besten ist es, wenn man die Hand hier oben einhängt und das Gewicht vom Arm reicht eigentlich dazu aus, dass er einen super erkennt, merkt, dass sein Fahrer an Bord ist und dementsprechend das blaue Blinken oben gar nicht auftritt. Wenn man das Lenkrad zu locker hält oder natürlich gar keine Hände am Lenkrad hat, was man nicht tun sollte, dann kommt dieses Blinken. Ich glaube alle 15 Sekunden, ich bin mir gar nicht ganz sicher, oder alle 30. Und wenn man dann nicht durch leichtes Wackeln am Lenkrad bestätigt, dass man an Bord ist, dann würde der Tesla auch den Autopiloten abbrechen. So, jetzt ist wieder 100 erlaubt. Ja, dann würde der Tesla den Autopiloten abbrechen und dann müsste man erst das Fahrzeug anhalten, in Parkstellung gehen und dann weiterfahren. Erst dann wäre erneut die Autopilotfunktion verfügbar. Also Spielchen spielen, irgendwo im Auto rumkraxeln und eben nicht am Lenkrad sein, funktioniert nicht. Was uns übrigens total freuen würde, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Macht das doch direkt gleich mal. Drückt unten unter dem Video auf den Abonnieren-Knopf, aktiviert das Glöcklein und ihr erfahrt sofort, wenn es Neues von uns gibt. Hey, vielen Dank. So, das Fahrzeug vor uns bremst. Tesla bremst auch, obwohl er auf 100 Maximum eingestellt ist, heißt das ja nicht, dass er die fahren muss. Also man muss nicht permanent am Rädchen drehen und die Geschwindigkeit verstellen, sondern es reicht völlig, sich dem fließenden Verkehr anzupassen. Ihr seht, hier ist eine Baustelle und auch die durchfährt er einwandfrei. Jetzt ist er tatsächlich ausgestiegen, jetzt hat ihn die quer verlaufende Linie verwirrt. Das passiert aber wirklich sehr, sehr selten. Da haben wir hier mal eine Stelle gefunden, wo es passiert, ist aber selten, ist auch meiner Ansicht nach völlig ungefährlich, weil man es niemals das Gefühl hat, man würde die Kontrolle verlieren.
So, hier ist jetzt 80 erlaubt, dann kann man bis 80 Gas geben, dann hier kurz antippen und dann hat er das auch in den Tempomaten übernommen. Das ist halt wirklich der Punkt, der mich noch stört, dass man im Endeffekt nach wie vor keine Schildererkennung auf Autobahnen hat. Das erzähle ich jetzt schon seit 2 Jahren. Irgendwann wird es wohl mal kommen, die Frage ist wann. Das Blöde ist halt, dass es so gut wie jedes andere Auto kann. Tesla da aber im Moment noch hintan steht. So, nun ist 100 erlaubt, das kann man ganz einfach bestätigen, indem man den Hebel nach unten drückt und dann übernimmt er die 100 auch. Ihr seht, 100 im Autopilot ist jetzt hier im Tempomaten aktiviert. Für die, die noch keinen Tesla haben, das ist immer die Geschwindigkeitsbeschränkung, die gültig sein müsste, laut Teslas Meinung. Das stimmt auf Autobahnen nicht immer, also man muss wirklich selber schauen. Und das ist dann die eingestellte Geschwindigkeit im Tempomat, die maximal gefahren wird. So, jetzt haben wir noch 3,4 Kilometer vor uns und müssen dann eine Abfahrt nehmen. Und da wir das Full Self Drive Paket in unserem Tesla haben, nimmt er auch Abfahrten. Und das ist total super. Also er fährt die Abfahrten selbstständig runter und fährt auf die nächste Autobahn auf, ohne dass man großartig etwas tun muss, außer mal blinken. Das werdet ihr dann aber gleich sehen. Ich freue mich, dass wir so zwischen den Jahren einen schönen Tag erwischt haben, dass die Sonne scheint und es nicht ganz so regnerisch ist, wie es jetzt über die Weihnachtsfeiertage der Fall war, so dass die Bilder auch für euch schöner werden. An der Ausfahrt A643 rechts abfahren in Richtung Wiesbaden, Mainz-Gansenheim. Wir sind im Moment auf der A60 und müssen auf die 643. Und dann achtet einfach mal aufs Lenkrad und auf sein Fahrverhalten, wie ruhig das wirklich funktioniert. Und dass der Autopilot aktiv ist, das seht ihr immer an dieser blauen Linie, falls ihr noch keinen Tesla habt. Das heißt praktisch, er folgt jetzt hier der Straße mittels Autopilot. Und man sieht auch draußen die Schilder vorbei fliegen, wenn welche da sind. Hier kamen gerade 200 Schilder. Man sieht wunderbar, dass er die durchaus erkennt mit den Kameras. Aber es wird im Autopilot nicht umgesetzt. Auf Landstraßen allerdings schon. Da funktioniert es hervorragend. So, jetzt kommt unsere Abfahrt. Er weist jetzt darauf hin, dass wir gleich die Spur wechseln müssen. Ich blinke. Und er fährt ganz ruhig hier runter. Jetzt ordne ich mich mal rechts ein. Ihr seht, Autopilot ist immer noch aktiv. Auch die Geschwindigkeitsbeschränkung hat er hier richtig eingestellt. Das entnimmt er dann Kartendaten, was hier erlaubt ist, und stellt sich dementsprechend ein. So, jetzt fahren wir auf die andere Autobahn auf, indem wir ganz einfach blinken nach links. Jetzt habe ich zu doll am Lenkrad gezogen. Wenn ich das mache, geht der Autopilot aus. Das war aber mein Fehler. Normalerweise fährt er ganz brav auf. Ich gehe davon aus, dass wir noch eine andere Stelle finden, wo ich euch das zeigen kann. Ja, manchmal ist es so, wenn man zu doll am Lenkrad zieht, dann steigt der Autopilot natürlich aus. Das ist dann aber, glaube ich, eher ein Fehler von mir als vom Auto. Manchmal bin ich zu ungeduldig. Mittlerweile hat er sich aber wieder auf die erlaubte Höchstgeschwindigkeit eingestellt. Hier ist 100 erlaubt. Und so hat sich auch der Autopilot einjustiert per Tempomat auf 100. Das Tolle ist, dass wir mittlerweile völlig nur mit Kameras fahren. Das Radar, was in der vorderen Stoßstange verbaut ist bei unserem Fahrzeug, ist deaktiviert worden per Software, weil sich Tesla sagt, wir können alles mit unseren Kameras mittlerweile darstellen und die erfassen alle Informationen, um das Fahrzeug in Echtzeit zu steuern.
Ja, und dementsprechend wird alles, was nicht mit Optik zu tun hat, gerade deaktiviert. Bei den neuen Fahrzeugen werden auch die Ultraschallsensoren wegfallen. Unser Tesla hat noch Ultraschallsensoren. Man schreibt darauf auf der Webseite, dass man das Wegfallen dieser Ultraschallsensoren durch optische Erkennung kompensieren möchte, derzeit allerdings noch nicht dazu in der Lage ist. Also das wird kommen, die Frage ist wann. Und das ist genauso wie mit der Schildererkennung auf Autobahnen. Man braucht einfach manchmal Geduld. Und das muss man auch wissen, wenn man einen Tesla kauft. Also wenn man jetzt sagt, Mensch, das ist ein Showstopper für mich, dass der keine Ultraschallsensoren mehr hat, wenn ich mir jetzt einen bestelle und ich mich darauf verlassen muss, dass das irgendwann die optischen Systeme können, dann sollte man lieber die Finger davon lassen, wenn man sich sagt, hey, ich finde das total spannend und glaubt da fest dran, dass das funktionieren wird, sonst hätten sie es nicht gemacht. Ja, der sollte dann seinen Tesla bestellen, genauso wie wir das getan haben. Wir haben das Full Self Drive Paket bestellt, damals mit, und sind uns sicher, dass das irgendwann umgesetzt wird. Man braucht halt einfach einen gewissen Atem und eine gewisse Zeit und eine gewisse Ruhe, weil eben sowas nicht von heute auf morgen geht. Aber wir sind uns sicher, dass es in Zukunft teurer sein wird und wir somit günstig eingekauft haben. Und wir auch nicht das Interesse haben, das Fahrzeug morgen abzustoßen. So einen Full Self Drive oder Enhanced Autopiloten mitzukaufen, macht natürlich nur Sinn, wenn man das Fahrzeug eine Weile halten möchte, weil das immer ans Fahrzeug gebunden ist und nicht an den Fahrer. Also wenn ihr das mal gekauft habt und kauft euch einen neuen Tesla, dann heißt das nicht, dass ihr das übertragen könnt auf euer neues Fahrzeug, sondern es ist an das Fahrzeug gebunden. Wenn ihr den verkauft, ist der Full Self Drive, den ihr gekauft habt, in 2 Kilometer für euch weg. An der Ausfahrt A66 rechts abfahren in Richtung Rüdesheim. Der Käufer freut sich allerdings drüber. So, jetzt haben wir noch knapp 2 Kilometer. Den geht es ab auf die Autobahn 66 Richtung Rüdesheim, weil wir nach Eltville wollen. Und ihr seht, wie ruhig und zuverlässig der Autopilot bis jetzt fährt. Manchmal passieren Fehler, wie vorhin mit dem Auffahren. Aber oftmals ist man da auch als Fahrer dran schuld, indem man zu heftig am Lenkrad zieht und er dann eben aussteigt. Aber er fährt auch über diese dicken ehemaligen Fahrbahnmarkierungen mittlerweile hinweg ohne irgendwelches Murren. Das hat ihn ganz früher zum Bremsen veranlasst, vor 2 Jahren, als wir ihn gekauft haben. Mittlerweile erkennt er ganz klar die Fahrspur und man muss sich da keine Sorgen mehr machen. Jetzt an der Ausfahrt A66 rechts abfahren. Also blinken. Und jetzt schauen wir uns mal eine richtig enge Kurve an. Da ist er früher nie runtergefahren, aber seit dem letzten Update klappt's und man muss auch gar keine Angst dabei kriegen. Kurve. Aber seht, er fährt sie super. Und jetzt kann ich beschleunigen. Ja, das hat auch super geklappt. Klasse aufgefahren auf die Autobahn, hat auch diese enge Kurve genommen. Das wäre noch vor gar nicht allzu langer Zeit ein No-Go gewesen, weil diese Lenkeinschläge schon wirklich stark sind. Aber auch das macht er sehr, sehr gut. Navigiere zum nächsten Supercharger. Singen. Jetzt die Auffahrt B42 links nehmen.
So, jetzt fahren wir mal über eine andere Autobahn, damit wir mal vielleicht ein anderes Verkehrsaufkommen haben und auch ein bisschen schneller fahren können, weil hier ist leider nur 100 erlaubt. Aber ich lasse den Autopiloten jetzt mal durchlaufen und sollten keine besonderen Vorkommnisse sein, lasse ich ihn so laufen und spule vielleicht auch mal im Video, damit es nicht so langweilig für euch wird. Wenn es besondere Vorkommnisse gibt, zeige ich euch die selbstverständlich. Gehe aber davon aus, dass das gut funktioniert. Hier können wir gucken, in 26 Minuten sind wir an dem Supercharger und kommen mit einem Ladestand von 45% an. Das finde ich ziemlich super, dass sich hier das UI verändert hat, also das User Interface. Früher war das hier oben dargestellt, die Anzeige ist jetzt größer geworden und man hat den Vorteil, dass man nicht mehr scrollen muss, um zu schauen, mit welchem Ladestand komme ich denn an, sondern man sieht es gleich hier unten zusammengefasst. Das finde ich klasse. Hier war früher, wurden die abgespielten Medien angezeigt, das ist jetzt hier rüber gerutscht. Ihr seht es in dem Bereich, sieht man jetzt, welche Musik gespielt wird. Im Moment spiele ich natürlich keine, weil das die GEMA nicht so lustig findet. Also müsst ihr mit den Fahrgeräuschen vorlieb nehmen. Oder ich lege einfach ein bisschen Musik drunter. Das kann ich auch machen. Die natürlich GEMA-frei ist und auch nicht die Rechte habe. So, jetzt haben wir noch 3 Kilometer und dann müssen wir wieder auf die Autobahn 643 auffahren. Das sieht man hier super zusammengefasst. Jetzt möchte er gerne die Spur wechseln, weil ihm die Autos vor uns zu langsam sind. Dann machen wir das doch mal. Einfach blinken und er wechselt ganz, ganz sanft die Spur. Und beschleunigt dann auf 100. Aber da die nicht so wesentlich langsamer fahren, an der Ausfahrt A643 rechts abfahren in Richtung Koblenz, Bingen. So, in 2 Kilometern müssen wir an denen vorbei sein, dann beschleunige ich mal auf 105. Da muss man das Rädchen einfach schnell nach oben drehen, das sind immer 5 Stundenkilometer schneller Schritte. Oder nach unten 5 Stundenkilometer langsamer Schritte. Die Fahrschule hier traut sich nicht ganz so schnell. Dann überholen wir die flink noch, müssen dann wieder die Spur wechseln, also rechts blinken. Und er zieht rüber. Und dann müssen wir jetzt hier auf die 643 wechseln. Das ist ja ein toller Bodenbelag, der holpert aber schön. Jetzt an der Ausfahrt A643 rechts abfahren. Und ich mache gar nichts, ich mache wirklich nichts mit dem Fuß. Ich gebe weder Gas noch bremse ich. Mein Fuß seht ihr jetzt leider nicht, aber ihr könnt es mir glauben, ich mache nichts. Das macht alles der Tesla. So, hier ist allerdings nur 80 erlaubt. Und blinken, damit ich dementsprechend die Spur wechsle. Maximal 60 erlaubt. Das Auto vor mir bremst aber auch, also muss ich gar nichts machen. Das finde ich halt total angenehm, dass er sich da immer an den Verkehrsfluss anpasst. Und wenn man keinen Raser vor sich hat, oh, ein Erlkönig. Da kann ich auch in der Tat nicht erkennen, was es sein soll. Auch
auch hier ist er den Fahrbahnmarkierungen super gefolgt. Spurwechsel klappt auch wesentlich besser seit den letzten Updates. Das macht richtig Spaß, jetzt die Spur zu wechseln. Ich zeige es euch mal. Ihr seht, wenn ich jetzt blinke, sehe ich direkt neben mir den Verkehr, was ich total klasse finde. Und erst wenn der weg ist, zieht der Tesla auch erst rüber. Also da kann man sich wirklich gut drauf verlassen, dass er da aufpasst. Jetzt fahren wir direkt gegen die Sonne, aber die Kameras lassen sich davon bis jetzt nicht stören. So, jetzt ziehen wir wieder nach rechts. Ihr seht, das geht wirklich schnell. Also man blinkt und unmittelbar danach fängt er auch schon mit dem Spurwechsel an. Das war vor kurzem noch anders. Da hat es immer ja, so gefühlte zwischen 3 und 5 Sekunden Bedenkzeit gedauert. Und das Entspannende daran ist eben ganz einfach, das kann man wirklich, muss man wirklich mal erlebt haben. So zu fahren ist wesentlich entspannter, als wenn man sich selber um alles kümmern muss. Gas geben, schalten, kuppeln. Selbst wenn man Automatik fährt, ist das nicht so entspannt, weil man einfach sicher ist, das Auto unterstützt sehr, sehr gut mit, es überwacht den Verkehrsraum um einen herum, es passt die Geschwindigkeit an den Verkehrsfluss an. Ich muss tatsächlich mit den Füßen nichts machen. Und das ist irgendwie total irre. Also ich gebe weder Gas noch bremse ich. Das macht alles das Auto. Das Einzige, was ich bis jetzt mache, ist das Lenkrad festhalten und hier und da mal blinken, um die Spur zu wechseln. Wie zum Beispiel jetzt, weil vor uns die fahren keine 100. Darum hat er auch einen Spurwechsel vorgeschlagen hier. Zeigt mir dann den linken Außenspiegel, dass er sieht, dass ich sehe, die Spur ist frei. Da muss ich nur blinken und er setzt sofort zum Spurwechsel an. Beschleunigt jetzt auf 100, die wir hier fahren können. Vor uns bremst es jetzt und abermals muss ich nichts machen. Diese Bremsung jetzt auch, da war jetzt die mechanische Bremse dabei, das war nicht nur über Rekuperation gebremst, macht der Tesla. Also das ist unglaublich entspannend. Man sitzt eigentlich drin, kann sich die Landschaft angucken. Selbstverständlich muss man noch aufs Verkehrsgeschehen aufpassen, dass man zur Not eingreifen kann. Aber das ist trotzdem unglaublich entspannend. Selbst wenn man weite Strecken fährt, kommt man völlig relaxed an, weil man sich viel weniger um das Verkehrsgeschehen kümmern muss im eigenen Kopf, als man das sonst tun muss, wenn man selber fährt. Wie gesagt, das ist schwierig zu beschreiben. Macht's einfach mal, damit ihr das Gefühl bekommt. Und wenn man dann noch überlegt, dass es irgendwann so sein wird, dass die Autos völlig autonom fahren, dass man sich nur noch reinsetzt, das Ziel eingibt und das Auto macht den Rest, dann ist das schwierig vorstellbar. Da ich selber sehr, sehr gerne fahre und Katrin auch, ist es ein bisschen eine sehr futuristische Vorstellung für mich, einfach Passagier zu sein. Da gefällt es mir so besser, dass ich selber noch ein bisschen aktiv sein muss, weil sonst kommt man sich ja wirklich nur noch wieder Mitfahrer im eigenen Auto vor. Und selber fahren macht einfach zu viel Spaß. Ihr seht, wenn Fahrzeuge vorbeifahren, werden die in Rot angezeigt, weil die im toten Winkel praktisch sind. Solange sie da sind, werden sie als Rot angezeigt. Und jetzt schlägt er wieder einen Spurwechsel vor, weil es ihm zu langsam geht. Und er setzt auch gleich über. Und hier dürfen wir jetzt offensichtlich 130 fahren. Ich habe gar nicht aufgepasst. Ach, was für ein schönes Wetter heute. Da macht's Fahren und Filmen gleich noch viel mehr Spaß, als wenn es so trist und trübe ist. Und ihr kriegt auch schönere Bilder und habt sicher auch mehr Spaß. So, jetzt ist hier nur noch 100 erlaubt. Dann können wir hier die Geschwindigkeit schnell übernehmen und runterdrehen. Jetzt geht's runter auf 80.
also fahre ich lieber mal wieder rechts rüber. Und passe mich hier an die Fahrzeuge vor mir an. Ja, und was früher gar nicht geklappt hat, war durch Autobahnen fahren. Das war immer super spannend, gell, Katrin? Durch Autobahnen? Baustellen. Wenn ich Autobahn sage, Katrin, meine ich eigentlich ja. Baustellen. Also, wenn man früher durch Baustellen gefahren ist, dann musste man schon wirklich den Po fester zusammenkneifen, weil man da echt Angst bekommen hat. Das ist aber gar nicht mehr der Fall, gell? Nee. Das läuft super. Wir zeigen es euch mal. Aber dann seht ihr mal, auch Baustellen sind überhaupt kein Problem. Man sieht die ganzen Barken hier außen vorbeifliegen. Die sieht ihr alle. Man muss sich keine Sorgen machen, dass hier irgendwas doof läuft. Selbst hier in den Baustellen funktioniert der Autopilot sehr, sehr zuverlässig. Auch hier mache ich nichts. Ich lenke nicht, ich bremse nicht, gebe kein Gas. Macht alles das Auto. Ihr seht, wie dann immer die Abstände gemessen werden zu den Fahrzeugen, die vorbeifahren. Also da spricht das Ultraschall an und zeigt an, dass da was ist. Ich weiß nicht, ob ihr diesen leichten weißen Kreis ums Auto seht. So wie der Schutz, wie das Schutzschild. Spurwechsel nicht verfügbar. Da habt ihr gerade was gesehen. Er hat auch angezeigt, wenn ich mich nicht verguckt habe, dass die Kamera gerade geblendet wird. Und dann muss das die in der B-Säule sein, weil hier drüben die Sonne hängt. Das kann manchmal vorkommen. Ja klar, wenn eine Optik volle Granate die Sonne abkriegt, sieht sie nichts. Ne? Aber das passiert wirklich relativ selten, aber die Sonne steht halt sehr tief. Und da muss man dann mal selber gucken. Gut, dass wir noch Außenspiegel haben, wo wir das machen können. Oder halt die Kamera aufrufen können, dann sehen wir es ja auch. Jedes Mal, wenn man blinkt, geht ja hier das Kamerafenster auf und da kann man auch sehr gut beurteilen, ob ein Fahrzeug neben einem ist oder nicht. Machen wir es mal nach rechts. Ihr seht, man sieht das wunderbar. Der fährt rüber. Aber auch wieder nach links fährt. Ja, diesmal macht das, weil die Kamera jetzt nicht mehr geblendet wird. In 200 Metern in den Kreisverkehr einfahren und die dritte Ausfahrt nehmen. Jetzt in den Kreisverkehr einfahren und die dritte Ausfahrt nehmen. Ja, bei Kreisverkehren, da muss ich tatsächlich noch aktiv werden, also bin ich auch nicht ganz umsonst im Auto. Vor allen Dingen muss ich bis 3 zählen können. Gut, dass ich das kann. Tesla kann es nicht. Und Kreisverkehre ignoriert er ja sowieso. Kreisverkehre stellen für ihn Verkehrssituationen dar, die es nicht gibt. Da will man einfach geradeaus fahren. Also scheint das auch gar nicht so einfach zu programmieren sein. Ich weiß gar nicht, wo da die Schwierigkeit liegt. Falls das jemand weiß, freuen wir uns total, wenn das unten in die Kommentare schreibt. Also ich bin der Ansicht, das müsste man ja relativ einfach erfassen können. Aber ich bin auch kein Programmierer. Geschwindigkeitsbeschränkung ist aufgehoben. Können wir auf 130 einstellen. Das macht man ganz einfach, indem man dann den Hebel nach unten gedrückt hält. Und dann stellt er die Richtgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen von 130 ein. Und effizienter als mit dem Tempomaten kann man selbst echt nicht fahren. Also der Tesla macht das so gut, so energiesparend, das kriegt man mit den eigenen Füßen nicht hin. Darum ist es durchaus empfehlenswert, den immer zu nutzen. So, die vor uns fahren jetzt wieder langsamer als 130. Also machen wir einen Spurwechsel, der wieder ganz super funktioniert. Jetzt zieht er raus. Tesla bremst ab. Abermals muss ich überhaupt nichts machen. Man kann hier den Abstand zum Vorausfahrenden verändern, indem man das Rädchen hier nach links und rechts drückt.
ihr seht dann, 2 ist Minimum. Auf Autobahnen finde ich persönlich 4 ganz gut. Mann, was ist denn das für ein blödes Ding? Das ist halt das Schöne, man kann schnell mal beschleunigen. Also der ist jetzt so langsam an mir vorbeigekrochen, dass ich schön auf den Vorausfahrenden aufgefahren wäre oder hätte bremsen müssen, was natürlich total blöde ist. Dementsprechend kann man da ganz locker, selbst wenn ein Auto neben einem ist, mal eben beschleunigen und ist weg. Das ist halt wirklich cool beim Tesla. Die Power bei den beiden Motoren ist einfach geil. So, jetzt kann man den Autopiloten lösen, wenn man schnell die Geschwindigkeit verändern muss, weil hier ist nur 100 erlaubt. Mache ihn jetzt wieder rein, setze auf 100. Jetzt geht es runter auf 80. Und da kein Auto vor mir ist, an dem man sich orientieren kann, da sollte man es dann auch schon mal einstellen, weil sonst fährt man ruckzuck zu schnell. So, hier ist das wieder 100 erlaubt. Hier kann man jetzt Gas geben. Und sobald man dann die 100 erlaubt hat, mal drücken. Oder man hätte alternativ auch das Rädchen 4-mal schnell nach oben drehen können. Dann wäre man auch 20 Stundenkilometer schneller gewesen. Also einmal schnell drehen ist immer 5 Stundenkilometer mehr. Seht ihr? 5 mehr, 5 weniger. Und dann langsam drehen, kann man es stufenweise anpassen. So, jetzt ist der Tesla der Ansicht, dass hier ist 130 erlaubt. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob er da recht hat. So, hier kommen jetzt 2 Schilder, 100. Da muss man halt immer aufpassen auf Autobahnen. Er ist immer noch überzeugt, hier darf man 130 fahren. Aus irgendeiner Karte von früher hat er das wohl. Ist aber schlicht und ergreifend hier nicht der Fall. Hey Tesla, kriegst doch endlich mal auf die Reihe. Schildererkennung kann jeder Seppel. Warum denn ihr nicht, Mensch? Mach doch mal. Das wäre doch mal was für 2023. Guter Vorsatz. Wir bauen eine... Na, bist du still? Wir bauen eine Schildererkennung auf der Autobahn in unsere Teslas ein. Wir zählen auf euch. Geht sogar runter auf 80 jetzt, weil wieder eine kleine Baustelle kommt. Und jetzt machen wir es mal mit Drehen. 4-mal drehen. 1, 2, 3, 4. 80 eingestellt. Er bremst runter. Jetzt sieht man schön hier, wie die Ultraschallsensoren hier diese kleine Mauer neben der Fahrbahn vermessen und registrieren. Neben der Fahrbahn schleudert den bösen Purchen zu Boden. Auch in Staus ist übrigens Autopilot oder Tempomat, je nachdem, was man nutzen möchte, super praktisch, weil man halt weder beschleunigen noch bremsen muss, sondern einfach so mit dem kullernden Strom mitfährt. Ist auch sehr, sehr entspannend. Ach, ist das entspannend mit dem Autopilot. Guck mal, Katrin, ohne Hände. Soll man aber nicht. Mache ich auch nicht mehr. Richtig schön ist es vor allen Dingen mit dem Autopiloten im Verkehrsfluss so mitzuschwimmen. Auch in Staus ist das eine super Sache. Er fährt an, er hält schön im Verkehrsfluss mit. Schaut euch einfach mal an, wie locker das geht. Das ist super relaxed. So, hier finde ich doof, dass das Navi nicht sagt, dass man auf der 60 bleiben muss, weil hier teilt sich die Autobahn. Und wenn man nicht aufpasst, fährt man ruckzuck auf der rechten Spur die 643 lang, obwohl man auf der A60 bleiben muss.
und er zeigt auch hier verwirrenderweise an 6,43 Richtung Frankfurt am Main und hier dann aber 60. Also das ist eine Stelle, die ist sehr merkwürdig. Und ihr seht, ich bin absolut richtig gefahren. Es wäre fatal gewesen, wenn ich jetzt auf die 6,43 gefahren wäre. Das ist aber doch die einzige merkwürdige Stelle, die ich kenne, wo sich das Navi irgendwie komisch verhält und eben nicht sagt, bleiben Sie auf der A60. Und wenn man da ins Gespräch vertieft ist und nicht ständig auf dem Bildschirm schaut und nicht aufpasst, verpasst man ganz einfach den Spurwechsel und fährt eben rechts ab statt geradeaus. Wenn ihr auch solche Stellen kennt, würde mich das mal interessieren. Schreibt es gerne unten in die Beschreibung, weil sowohl Katrin als auch ich haben nur diese Stelle, die wir kennen, wo wir wissen, dass sich das Navigationssystem zumindest mal fragwürdig verhält. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu erzählen habt. So, Baustelle durch. Dicker durchgezogener Streifen von der alten Fahrbahnmarkierung. Das hätte ihn früher hundertprozentig zum Bremsen veranlasst. Heute nicht mehr. Also man merkt ganz deutlich den Fortschritt. So, gleich mehrere entgegenlaufende Striche. So, das hat ihm gar nicht gefallen. Lenkassistent wird gestoppt, hat er gesagt. In solchen Situationen bricht er dann ab. Aber die sind ja wirklich selten. So, jetzt ist wieder 100 als Richtgeschwindigkeit erlaubt, als maximale Höchstgeschwindigkeit erlaubt. Das nimmt er jetzt nicht an, weil er einen Spurwechsel vornehmen möchte. Also abbrechen, die 100 einstellen. Ich sehe nicht an, warum ich hier einen Spurwechsel machen soll, weil hier drüben kommt ein LKW auf der rechten Spur. Da fährt mit Sicherheit keine 100, weil das nicht darf. Und ihr seht, so überhole ich ihn auch und kann später dann die Spur wechseln, obwohl ich den Eindruck habe, dass es auf der rechten Spur insgesamt ein bisschen langsamer läuft. So, hier ist 80 angesagt. Ich mache erstmal gar nichts, weil der Verkehr vor mir sowieso langsamer wird. Beobachte mal, wo sich deren Geschwindigkeit einpendelt. Alles fein. Das war jetzt einfach der Aufmerkton, dass die Satellitenverbindung wieder da ist, weil im Tunnel ist die natürlich weg. Und kurz vor dem Tunnel hat er das gleiche Signal gegeben, dass er gleich mal kurz ohne GPS fährt. An der Ausfahrt B9 rechts abfahren in Richtung Mainz-Laubenheim, Oppenheim. So, da bin ich gespannt bei der Ausfahrt. Weil die macht er normalerweise nicht mit Autopilot. Weil die wieder einen sehr engen Radius hat. Aber ich will ja für euch ausprobieren, was sich verbessert hat, was gleich geblieben ist, ob man vielleicht was findet, was sich verschlechtert hat. So, jetzt wird's spannend. Nee, das macht er nicht. Das war die Stelle, die ich gemeint habe, so ganz ohne großen Auslauf, ohne Abfahrt. Metern die Auffahrt links nehmen. Jetzt die Auffahrt links nehmen. So, und auch die nächste nimmt er nicht. Jetzt noch rechts auf die Auffahrt in Richtung Mainz-Laubenheim fahren. Probieren wir es mal aus, was er macht. Nein, die nimmt er nicht. Aus welchem Grund auch immer, er zeigt sie an als richtig, aber er nimmt sie einfach nicht. Warum? Keine Ahnung. Die konnte er noch nie leiden.
Ja, also ihr habt es gesehen, der Autopilot am Ende 2022, der kann wirklich ganz schön viel. Das Auto fährt sich total angenehm. Es ist mit Sicherheit noch nicht alles perfekt. Nämlich die Schildererkennung funktioniert nach wie vor nicht. Das habe ich auch thematisiert. Und wenn man etwas zu doll am Lenkrad zieht, wie mir das ein paar Mal passiert ist, dann bricht er einfach ab. Das ist aber, denke ich, ganz einfach ein Feature, was so eingebaut wurde von Tesla, dass natürlich ein gewisser Widerstand im Lenkrad da sein muss. Und wenn man den überwindet, schaltet man automatisch den Autopiloten ab. Also es ist weniger ein Fehler von Tesla, sondern eher ein Fehler des Users, also in dem Fall von mir. Wenn ich eben zu doll am Lenkrad zerre, weil ich ungeduldig bin, dann ist das eben so. Aber das heißt ja nicht, dass das System nicht gut funktioniert. Wir haben die Erfahrung gemacht, gell, Katrin, dass wenn wir auf Reisen unterwegs sind und wirklich weite Strecken fahren, ist der Autopilot unglaublich entspannend und man kommt viel ruhiger und relaxter am Ziel an, als das eben mit unseren bisherigen Verbrennern der Fall war. Und da hatten wir ja auch lange Strecken zurückgelegt. Und das ist etwas, was man wirklich schwierig erklären kann, was man einfach mal erfahren muss. Darum gebe ich euch den guten Rat, wenn ihr einen Tesla fahren könnt, dann tut das ganz einfach mal, um selber das Gefühl zu bekommen, wie angenehm das ist. Spaß ohne Abgas! Diesmal konnte er mich nicht fragen. Ja, das kam jetzt wirklich überraschend. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ja, vielen Dank. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat und wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, und dann sehen wir uns dann wieder. Kommt gut und gesund ins neue Jahr und schaltet wieder ein, wenn Katrin diesen Ausruf tätigt. Bis dann, macht's gut. Dann, ja. Tschüss. Ciao. Schaut euch gerne noch andere Videos von uns an. Hier haben wir mal zwei interessante verlinkt. Viel Spaß beim Anschauen.